Aus 1 macht 10 und 2 lass gehen und 3 mach gleich, so bist du reich. Verliere die 4 aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8. Und 9 ist 1 und 10 ist keins. Was sind das für seltsame Formeln? Ach, es geht da so um bestimmte Verbindungen. Solange die aneinander gefesselt sind. Gefesselt? Keine Angst. Ich werde dich schon nicht verhexen. Und keine Angst, dass du als Hexe auf dem Scheiterhaufen landen würdest, wie vor 100 Jahren, so ein paar hundert Jahren, diese ganzen Leute da damals? Ja, man hätte mich verbrannt. Ich weiß. Aber das hat man nicht nur mit Hexern gemacht, sondern auch mit Philosophen, die verbotene Gedanken äußerten und gedruckt veröffentlicht haben. Du meinst wahrscheinlich Giordano Bruno, für den Gott und die Natur ein und dasselbe waren? Die ganze Welt der Körper Gottes. Ja, mit ganz vielen Querverbindungen zwischen Menschen und Tieren, Steinen, Metallen, chemischen Stoffen, den Sternen und. Alles zusammen der göttliche Weltkörper. Göttliche Körper klingt gut. Obwohl, ich stelle mir darunter eigentlich was anderes vor. Na was denn? Verrate ich nicht. Doch, und deine Zaubersprüche verrätst du wohl auch nicht? Ah.